Moin moin, liebe HSV-Gemeinde, herzlich willkommen zu meinem dritten Spielbericht dieses Jahr. Bevor es gleich losgeht, von meiner Seite aus noch eine kleine Information, Überraschung für euch. Ich nehme derzeit mein allererstes offizielles Studioalbum auf, welches im August 2011 erscheinen wird. Und ihr könnt ein Teil davon werden. Dafür gibt es zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit kommt einfach vor dem Heimspiel gegen unsere Freunde aus Hannover zum großen Cover-Fotoshooting. Danach treten wir übrigens bei Soccer Dance auf. Die zweite Möglichkeit, schickt mir ab sofort eure allerbesten HSV-Schnappschüsse an die unten eingeblendete E-Mail-Adresse und kommt dann mit all den anderen Fotos zusammen in mein Booklet. Weitere Informationen, genau wie alle Informationen, die ich gerade schon erzählt habe, findet ihr auf www.elvis-hsv.de. Jetzt viel Spaß mit dem Spielbericht. Jetzt erst recht, nur der HSV. Zeit vergeht, blick zurück auf manche Woche, die aus Freud und Leid besteht. Und merk doch, dass es weitergeht. Aber halt, lass uns von vorn beginnen. Denn da fällt es noch leichter, unsere Leistung auf ein Wort zu bringen. 1:0 auf Schalke, holen die Punkte aus dem Pott. Vielleicht nicht die beste Leistung, doch die Ausbeute ist top. Ganz genau wie gegen Frankfurt, 1:0 nicht souverän, aber auch nicht echt gefährdet. Und so könnte es weitergehen. Aber tut es nicht. Nürnberg schlägt uns ohne Gegenwehr, 2:0, hochverdient, in Hamburg wird der Regen mehr. Das fällt wirklich jedem schwer, das Derby wird verschoben, dann schon wieder 1:0 und der Blick geht doch nach oben. Ein Elfmeter musste reichen, um VW zu besiegen, sodass die Chancen wieder steigen, durch Europa zu fliegen. Doch das Derby ohne Worte, Blamage gegen eine Modemarke, es tut zu sehr weh, als dass ich mehr dazu sage, als... Und du glaubst, es geht nicht mehr weiter, liegst immer nur im Dreck. Keine Kraft mehr zum Aufstehen und wirfst dein Leben weg. Sieh doch das Licht in der Ferne, steh auf und schau nicht zurück. Bis dahin ist der Weg noch steil, doch glaub mir, du findest dein Glück. Und jetzt wollt ihr boykottieren und jetzt wollt ihr es nicht sehen. Doch die Mannschaft schlägt zurück, 4:0 das gegen Bremen. Starke Leistung, starker Wille, damit sowas von zurecht. Endlich mal ein Lebenszeichen, trotzdem redet ihr schlecht. Tut mir leid, da denk ich anders, denn egal was auch passiert, hab ich schwarz-weiß-blaues Fieber, bin unheilbar infiziert. Wirklich echt gewinnen kann nur der, der auch verliert. Und die sogenannten Söldner haben mehr als reagiert. Also weiter geradeaus, auf dem Betze leider unzufrieden. Ackerball extrem, 1:1 am Ende unentschieden. Dann kommt Mainz in den Volkspark, was für ein Dreck. 2:4 trotz zweimal Führung und Europa ist weit weg. Jetzt erst recht, wir sind der HSV, wir sind der Verein. Gehen immer mit der Raute, lassen sie niemals allein. Spieler kommen, Spieler gehen, doch die Liebe bleibt bestehen. Man muss erst hinfallen können, um wirklich aufrecht zu stehen. Und du glaubst, es geht nicht mehr weiter, liegst immer nur im Dreck. Du hast keine Kraft mehr zum Aufstehen und wirfst dein Leben weg. Sieh doch das Licht in der Ferne, steh auf und schau nicht zurück. Bis dahin ist der Weg noch steil, doch glaub mir, du findest dein Glück. Und du glaubst, es geht nicht mehr weiter, liegst immer nur im Dreck. Du hast keine Kraft mehr zum Aufstehen und wirfst dein Leben weg. Sieh doch das Licht in der Ferne, steh auf und schau nicht zurück. Bis dahin ist der Weg noch steil, doch glaub mir, du findest dein Glück. Und du glaubst, es geht nicht mehr weiter, liegst immer nur im Dreck. Du hast keine Kraft mehr zum Aufstehen und wirfst dein Leben weg. Sieh doch das Licht in der Ferne, steh auf und schau nicht zurück. Bis dahin ist der Weg noch steinig, doch glaub mir, du findest dein Glück.